Prostatakrebs? So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur zweiten Folge Hitman Absolutions. Und wir sind ja... Scheiße. Ihre Tarnung ist aufgeflogen. Nein! Wachmann. Um ihre Identität geheim zu halten, eliminieren sie die Zeugen oder finden sie eine andere Verkleidung. Kommt er jetzt in unsere Richtung? Ja, sauber. Okay, ich würde sagen, den holen wir uns dann. Wir sind da stehen geblieben, dass wir uns im Container versteckt haben. Und, Bisschen her. Box ihn doch! Sauber! So. Wir verkleiden uns jetzt als den Typen. Denn wir müssen ja unsere Kleidung ändern, damit wir nicht erkannt werden. So, auf jeden Fall sind wir in der letzten Folge stehen geblieben, dass wir entdeckt wurden. Und sauber, Alter. So, und jetzt haben wir auf jeden Fall eine neue Tarnung. Und können da einfach so easy peasy lemon squeezy durch das Gewächshaus laufen. Na, dass auch keinem auffällt, dass wir so einen Barcode hinten drauf haben, ne? Das ist witzig. Also, das ist echt, denkst du, what the fuck? Alter, das ist ja mal richtig. Das ist ein richtig geiles Gewächshaus. Ich finde das ja mal richtig geil. Ah, ne, wir müssen unseren Instinkt benutzen, ne? Damit wir so versteckt hey, hier ist alles gesichert. Bleiben. Verschwenden Ihre Zeit. So war das, glaube ich, ne? Oder täusche ich mich da irgendwie? Okay, super. Wir können jetzt hier einfach easy weitergehen. Warum wir so einfach... Okay, gut. Scheinbar ist es tatsächlich so, dass wir so easy durchgehen können. Müsst ihr auch mal ausprobieren. Einfach Kleidung ändern. Und mal gucken, ob ich eure Eltern dann noch erkenne. Liegt hinter mir. Betrete jetzt das Anwesen. Nähere mich dem Ziel. Gut. Dringen Sie in das Anwesen ein und töten Sie Diana Burnwood. Und Victoria, bringen Sie zu mir. Sie liegt uns sehr am Herzen. Der Agency und mir. Okay, und jetzt hoch. Es ist kein Prostatakrebs? Der... Wie geil, der Typ kriegt gerade die Nachricht, dass er keinen Prostatakrebs hat. Wie geil ist das denn, Alter? Ist ja total genial. Ich dachte, ich wäre so gut wie tot. Ja, Doc, ich muss los, die Pflicht ruft. Danke. Das ist ja so genial. Also ich würde ihn ganz gerne jetzt nicht rausziehen, weil er ja gerade Prostatakrebs, sag ich mal, ne? Sauber. Alle Zeugen, Sie sind jetzt im Haus. Ihre Verkleidung dürfte bei den Anwesenwachen allerdings Verdacht erregen. Besorgen Sie sich also eine neue Verkleidung oder bleiben Sie unentdeckt. Das ist ein Eimer. Hey, du weißt doch, dass wir in der Nähe des... Hey! Scheiße, zu hoch geworfen, Alter. Ärgerlich. Der Typ hat Prostatakrebs, würde ich ganz gerne nicht umlegen wollen. Denn wir wollen ja nett sein. Okay, nachladen. Nachladen, danke. Okay, um ihm alle Ehre zu machen, den Typen, wir nehmen seine Kleidung an. Wir nehmen sogar seine Waffe mit. Damit kein... Können Sie sich im Inneren des Anwesens frei bewegen. Ist das nicht dieselbe Waffe, die wir haben? Denken Sie daran, dass andere Anwesenwachen Sie durchschauen, wenn Sie ihnen zu nahe kommen. Also wahren Sie besser Distanz. Okay, den schmeißen wir dann. Ja, wir können, es lässt uns nichts anderes übrig, als ihn tatsächlich rüberzuschmeißen. Gut, schön für ihn, dass er keinen Prostatakrebs hatte, aber dann ist er, musste ich ihn leider letztendlich dann doch ausschalten. Tut mir wirklich leid. So, wir müssen erstmal unsere Waffe wegmachen. Kommt ja nicht so gut, wenn wir jetzt ins Anwesen mit der Waffe reingehen. So, zack. So. Da müssen wir am besten mal schauen. Okay, wir sind jetzt so eine Wache. Und, verkleidet haben wir uns ja schon. Okay, ich würde sagen, wir nehmen jetzt erstmal die Sicherheitsmaßnahmen, nehmen wir raus. Was können wir denn da? Oh, es ist sogar noch die Zigarette an, Alter.
Also für so ein altes Spiel ist das ein ganz schön geiles Easter Egg. Gut, was heißt Easter Egg, aber das ist schon ganz chillig. Finden Sie Beweise. Wenn Sie durch diese Tür gehen, wird das Wertungssystem gestartet, das Ihre Spielweise überwacht und Ihre Fortschritte belohnt. Ah, cool. Sie sehen es links oben. Natürlich bleibt wo? Es wie wo? Immer Ihnen. Wo? Ich sehe es nicht. Ihren Auftrag erledigen. Ach da. Ah. Ah, jetzt sehe ich es. Okay. Hier ist eine Kiste. Wo habe ich den schon mal gesehen? Kannst du es doch sagen? Benutzen Sie Ihren Instinkt, um interessante Objekte zu finden. Eine Anwesenwache ist hinter Ihnen her. Benutzen Sie Ihren Instinkt, um sie auszutricksen und zu entkommen. Der Koch geht dahin. Aha. Ist es Salz? Nein. Nein. Wofür halten Sie mich? Salz? Bitte. Ich, und das können Sie mir glauben, bin einer der besten Köche in dieser kulinarischen Einöde, die Sie Nation nennen. Sie kippen flüssige Butter. So. So. Ich würde sagen, sauber erledigt. Das war definitiv ein richtig geiler Kill. Hoffen wir mal, dass das auch so bleibt. Und wir können es ja als Koch mal verkleiden. Das fällt bestimmt nicht so auf. Sie sind als Koch verkleidet und können sich im Erdgeschoss des Anwesens frei bewegen. Ah, auch geil, wie der Arm da sich so lang schlängelt. Also, total genial. Aber tragen Sie keine sichtbaren Waffen, da diese Verdacht erregen. So, die Leiche haben uns weggeschossen. Jetzt versteckt. Im Container ist noch Platz für eine weitere Leiche schauen. Oder sie selbst. Ach, da ist sogar eine Kühlbox. Da hätte ich ihn gar nicht so weit schleppen müssen. Gut zu wissen. Das Messer würde ich gerne nochmal haben. Weil man weiß ja nicht, warum man das nochmal gebraucht. Okay, gut. Jetzt packen wir den da rein. Und dann sollte es, denke ich mal, alles so weit hinhauen. Sauber. So, das Messer stecken wir weg. Wir sind ja der Koch, ne? Alle mal herhören. Erste Hilfe. Ah, okay, da können wir scheinbar unser Dings aufnehmen. Für alle, die den Ablauf noch nicht kennen, ich werde alle 6 Stunden für beide Zielpersonen einen persönlichen Bewacher bestimmen. Niemand, ich wiederhole, niemand wird seine Zielperson während seiner Schicht verlassen. Egal okay. Warum. Jeder Verstoß zieht die sofortige Suspendierung nach sich. Okay. Eines verspreche ich euch. Wenn ihr das hier vergeigt, abtreten. Sir, Sie haben keine Befugnis, sich hier aufzuhalten. Ich würde sagen, wir knoppeln ihn jetzt um! Boom, Junge! So, zack! Gib auf, ich will dir nicht wehtun! Ich will dir aber wehtun! Du warst doch gestern zum Personenschutz eingeteilt, oder? So, wir müssen jetzt mal gucken, dass jetzt hier keiner hochkommt. Das wäre nämlich natürlich jetzt nicht so geil. So, den haben wir erdroschen. Es ist total genial, wie der die Leichen schleppt, ne? Oh, du Mist. So. Den hauen wir da mal rein. Man merkt, dass ich das Tutorial schon gespielt habe, ne? Es ist ein unglaublich langes Tutorial. Ich riskiere keinen Zwischenfall, indem ich jemanden in das Haus lasse, der nicht von mir persönlich autorisiert wurde. So. Regeln Sie das. Hey, wer hat die Jalousien geöffnet? Wir sitzen hier drin wie auf dem Präsentierteller. Ich würde sagen, wir holen uns mal so einen Typen. Können wir das nicht werfen? Nee, ist nicht in der Sichtweite, okay. Am besten der, der in der Mitte steht. Tut mir zwar leid. Lol, das können wir gar nicht. Kommen da gar nicht hin. Kommt unsere Zielperson mal näher? Scheinbar. So, zack! Den haben wir. Den haben wir. Nice, Alter. Den haben wir richtig geil erwischt. Hä? Achso, oh. Oh, da liegt noch meine andere Kleidung. Das habe ich nicht gesehen. Wir brauchen definitiv dann wieder die Dings-Kleidung. So, den müssen wir verschleppen. Ich würde sagen, den können wir auch erstmal wieder in die Box reinstecken, oder? Das Messer behalten wir. Weil das kann man immer gebrauchen. Das haben wir ja eben schon erkannt. Und, so, mal eben öffnen. Und jetzt werden wir mal die Leiche los. Die Leiche packen wir jetzt wieder rein. Zack. So. Und jetzt aktivieren wir den Kontrollpunkt. Super.
Mal schauen, ich würde sagen, wir holen uns da jetzt mal so eine Leiche, wollte ich schon sagen, so ein Manny-Kicken und probieren es einfach mal. Könntest sogar den holen. Die sollen ja ein bisschen beschäftigt sein, die Jungs. Sonst wäre es ja langweilig. Alles klar. So. Wir müssen jetzt darüber. Ich will ja nicht, dass die mich entdecken. Gut, die schleichen jetzt da unten rum. Das hört sich doch schon mal gut an. Und, Der Kahn ist hier irgendwo. Verstanden. Nichts. Er muss noch hier sein. Kann man? Okay. Alles scheint normal zu sein. Aber das ist es nicht. Bleibt wachsam. Ihre Tarnung ist aufgeflogen. Gegner suchen nach einer Anwesenwache. Um ihre Identität geheim zu halten, eliminieren sie die Zeugen oder finden sie eine andere Verkleidung. Wir nehmen jetzt einfach nochmal den Koch. Einfach, weil wir es können. Mal gucken, ob die uns entdecken. Da ist er. Alle ihre Tarnung ist aufgeflogen. Gegner suchen nach einem Koch. Um ihre Identität geheim zu halten, eliminieren sie die Zeugen oder finden sie eine andere Verkleidung. Den... Nein! Nicht! Nicht mich abschießen! Was hab ich euch denn getan? Hab ich euch abgeschossen? Gut, ich hab eure Kollegen erschossen. Aber mehr auch nicht! Noch einen Schlag, dann sind wir down, Alter. Was ist denn da los? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, hier. Oh, alles muss man selber machen. Wir haben jetzt nicht mehr so Best Life, EU. Schlaftabletten, was? Was können wir denn mit Schlaftabletten, Alter? Jetzt mal ohne Scheiß, was können wir mit Schlaftabletten machen? Okay, seid ihr da? Ladies? So, und jetzt der nächste. Tür zu. Was ist denn der? Scheiße. Ach da! Lol. Dem hauen die Fresse rein, Mann! Bam! So, ich würde sagen, wir können es da durch, ja? Doch, ich würde sagen. Aber wir nehmen uns mal seine Verkleidung. Hier kann es jetzt ja keiner mehr entdecken. Gott sei Dank. Das muss man dazu sagen. Gott sei Dank kann es jetzt hier keiner mehr entdecken. Wo müssen wir denn lang, Alter? Hier? Ach, unter uns ist das. Ich dachte, das wäre da hinten die Tür. Weil die so sicher ist, sage ich mal. Okay. Hier. Hä? Was gibt's denn? Sind da hier drunter irgendwas? Nee. Hä? Ach, wir haben die Schlüsselkarte noch gar nicht aufgehoben. Ja, haben gut, Sie da können wir lange Punkte? Suchen. Schalten Sie eine Killertechnik frei. Ein Wie macht man denn eine Killertechnik? Lord Ice. Zahl. Okay. In Ihr Notebook verrät Ihnen Ihre Punkte und die nächste Freischaltung. Okay, gut, das können wir, damit können wir uns mal zwischen den Folgen befassen. Da habe ich mich jetzt auch noch nicht damit befasst. Sehr gut, 47. Vergessen Sie nicht, Diana hat sich das selbst zuzuschreiben. Sie hat uns verraten. Die Agency, den Codex, alles wofür wir stehen. Sie ist zu gefährlich, um sie am Leben zu lassen. Also ich muss ja sagen, dieser Typ ist jetzt nicht so unser, also ist ja unser Vorgesetzter, ne? Und ich finde, der kommt so rüber, wie als wenn der irgendwer so ein Diktator wäre. Jetzt war ein Scheiß jetzt. Also unser Opfer sieht schon, ne? Ich bin auch genau auf der richtigen Höhe, um es zu zensieren scheinbar. Ja. Genau, perfekt. Ja gut, fast. Da sieht man nicht. Sauber. The fuck? Ja gut, so viel dazu, ne? Ja gut, hab ich gesagt. Oh Mann, Alter, das kann ja was werden. Mist. Shit. 47,
47. Okay, jetzt fangen wir scheinbar schon an zu bluffen. Weil er hat ja gesagt, es ist nichts Persönliches, er hat da nur keine... 47, weil ihr, sie ihm das Leben gerettet hat. Ich soll sie töten. Warum haben sie das getan? Digga, Alter, die Dusche, wie groß ist die denn? Wie groß? 47? Das ist mein Zimmer. Na gut, so klein ist es jetzt auch nicht. Grenzen. Selbst sie 47. Da könntest du aber locker noch einen Tisch reinstellen. Wir hatten einmal die Ehre. Diana, ich hätte sie von den Ärzten wegholen sollen. Ich wusste, sie würden es verstehen. Krass. Mist. Da stimmt was nicht. Es geht nicht lange gut. Die Zeit drängt. Noch haben sie eine Chance. Im Bademantel. Da ist ein Brief. Fliehen Sie mit dem Mädchen. Verschwinden Sie, bevor Travis etwas merkt. Ey, jetzt können wir uns das kaufen. Bitte. Oder bedeutet die mit so irgendwas anderes? Nicht werden wie sie. Also wir beschützen jetzt ein Mädchen, damit das Mädchen nicht so wird wie wir. Das ist eine Logik. Also das ist eine Logik. Laufen macht Krach und erleichtert es ihren Gegnern, sie zu orten. Okay, ist keiner. Aber es ist ein geiles Lagerfeuer. Wie haben die in jedem Zimmer ein Lagerfeuer? Agent 47 kann seine Gegner schnell und präzise ausschalten. Wie Sie sehen, haben Sie durch die Konzentration auf Ihre Gegner rasch Instinkt aufgebaut. Okay. Ah, okay. Drehen Sie die Kamera, um den Gegner anzuvisieren. Und arretieren Sie dann den Schuss. Nice. Tödlicher Schaden. Konzentrieren Sie sich auf den nächsten Gegner. Tödlicher Schaden. Alle Gegner... Okay. The fuck? Das ist ja mal richtig geil, Alter. Nice. Guck, ich weiß jetzt nicht, ob wir unseren Anzug beanhalten, wo auch immer wir den auf einmal her haben, ne? Aber ich würde sagen, vorsichtshalber tarnen wir uns schon mal. Schloss knacken. Okay. Kann man da irgendwie zugucken? Das sieht, ja. Ich kann das mit den Fingernägeln nicht. Ich will es mal so sagen. Ich kann das nicht. Mit dem Fingernägel. Erstaunlich. Weißt du, wer ich bin? Natürlich. Die weiß Bescheid. Die weiß mehr als ich. Sie ist tot, nicht wahr? Gut, komm in, Sherlock. Und bleib dicht bei mir. Wohin gehen wir? Alles klärchen. Steig ein. Es ist erledigt. Gute Arbeit, 47. Bringen Sie sie zum Exfiltrationspunkt. Okay, da wurde jemand scheinbar ein bisschen sauer. Oder folgt einfach der Aufgabe, die uns Diana jetzt gegeben hat. Spuren verwischen? Was machen wir da wohl? Warum will die Agency dich? Ich weiß nicht, ich schätze, ich hatte... Diana ist für dich gestorben. Wieso? Bitte, sie war meine einzige Freundin. Sie hat mich von den Ärzten befreit. Erzähl mir von den Ärzten. Ich kann mich kaum mehr erinnern. Das ist, Alter, wie in einem bösen Traum. Wieso? Das kriege ich noch raus. Hat wahrscheinlich, also, was heißt das? Es hat nichts mit Wolverine zu tun, sondern Sir, vielleicht ist es ja so. Moment. Unser Mann scheint sich abgesetzt zu haben. Ja, ist doof gelaufen. Vielleicht ist es ja so wie bei Wolverine, der war ja auch bei den Ärzten. Wurde, verändert. Aber wir sind kein. Wir sind ja kein Mutant. Wir müssen mal schauen. Okay, Leute. Das war das allererste Level. Ja, gut, das kann man jetzt, ja, kann man sich jetzt drum streiten, ob es gut ist oder nicht. Das war das erste Level. Danke fürs Zuschauen. Und der zweite Part ist auch schon zu Ende. Wir sehen uns im dritten Part wieder in 3 Tagen. Und ich würde sagen, haut rein und ciao.